Willkommen zurück bei Minecraft mit Fionia. Hallo. Und mir, dem Kaninchen. Und dem schwimmenden Schaf. Das arme Fell. Jetzt müsste es doch eigentlich nach unten ziehen, oder? Eigentlich schon. Aber es kämpft gut drauf, gut gegen an. Ist ein guter Schwimmer. Ist wie so ein Korken im Wasser, ne? Lass es uns Korken nennen. Korki, do your best. So, wir hatten uns überlegt, hier unsere Hütte drauf zu bauen. Genau, mit Ausblick. Und eine Überlegung ist, dass wir, also diese fünf Felder hier kommen auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall weghauen. Und vielleicht könnten wir auch noch die nächste Ebene Erde abreißen, ja, um die Baufläche noch zu vergrößern. Absolut dafür. Meine Und wir kriegen auch Erde damit. Mit meiner Holzschaufel. Toll. Hast du nur eine Holzschaufel? Bis eben hatte ich nur eine Holzschaufel, jetzt habe ich meine Steinschaufel. Ach so. Man muss ja auch das verbrauchen, was man schon hat, und nicht immer nur neu kaufen. Ah, das stimmt. Neu kaufen. Wir könnten vielleicht auch noch eine Ebene machen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Naja, man muss ja auch mal gucken. Wir haben ja noch diesen anderen Berg hier drüben. Das ist vielleicht fast ein bisschen zu tief, oder? Ah, das stimmt, das stimmt. Ja, okay. Dann kann man aber hier vielleicht noch ein bisschen ausbessern, sodass man die Fläche ein bisschen größer hat. Und ein bisschen quadratischer. Quadratisch praktisch gut. Genau. Oh Gott. So. Ja, man ist so ein bisschen werbegeschädigt. Auch wenn man gar keine Werbung guckt, weiß man trotzdem die Werbeslogans. Ja. Aber das ist, so funktioniert Werbung, ja. Ja. Gut. Hier, diese Kante könnte man vielleicht sogar lassen. Müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht, ob das Sinn macht. Meinst du diese Kante hier? Es ist immer schlau, nach unten zu bauen. Auf jeden. Beziehungsweise nach unten zu graben. Man baut ja selten nach unten. Nach unten bauen und nach oben bauen ist, oder graben, wie auch immer, ist immer eine super Idee. Ja. Sondern ist auch für auf Lavahöhe. Ja, endet immer auf einem super Weg. Ich mache hier mal den Gang zu. Ich gucke mal. Wollen wir direkt an die Kante bauen oder so? Ein Feld abschneiden lassen, wo man Blümchen drumherum pflanzen kann. Da man jetzt ja Töpfe bauen kann. Mhm. Könnte man es so machen, dass wenn man sehr mutig ist, außen einen Ring aus umgedrehten Treppen zu machen? Verstehst du? Nee. Habe ich gerade... Ich demonstriere das mal mit Cobblestone. Das war natürlich sehr sinnvoll so. Also, wir bauen unseren... Das hier ist mal der Rand. Ja. Und der kann ich das natürlich jetzt gerade nicht andersrum bauen. Oder? Kann ich das andersrum bauen? Ja, so. Und das nur auf Rand und dann kannst du oben drauf Blumentöpfe bauen zum Beispiel. Kann man denn oben drauf einen Blumentopf bauen? I think so. Weil das hier ist eine normale Oberfläche. Ja, dann kann man... Sollte das dann so rüberhängen? Ja, hätte ich gedacht, das ist so einen leichten Überhang, den erzeugt. Wie willst du denn das bauen? Mutig sein, okay. Okay, dann Was bauen wir denn? Holz. Okay. Das klassische erste Haus. Das klassische erste Haus aus Holz, ja. Vermute mal, dann müssen wir erstmal Holz hacken gehen, oder? Ja, so viel Holz haben wir, glaube ich, noch nicht. Oder wir wollten ja eigentlich wollten wir ja anfangen zu bauen. Ein bisschen Holz haben wir ja. Du kannst ja wir können jetzt die Arbeit auch ein bisschen. Ach komm, wir machen erstmal, ich hol mal noch schnell das Essen hier fertig. Ich sollte nicht springen. Das ist eine dumme Idee, Mr. Katafi. Das ist nicht sinnvoll, was du hier tust. Hoppst du auf unserem Getreide rum? Etwas. Hm. Aber da kannst du nichts für. Du bist ein Hoppelhäschen und Hoppelhäschen hoppeln. Nummer. So ist der Name. Genau. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Getreide angepflanzt. Jetzt haben wir schon 21 Getreide gerade. Boah! Ein Haufen Kekse und Brote. Und dann schauen wir mal, was... Der Baum steht super. Gut gepflanzt. Einfeldrahmen ist immer ein Traum. Okay. Was haben wir denn an Holz? Ich habe das ganze Holz. Das erklärt, warum wir kein Holz mehr haben. Ich habe dir doch aber auch gesagt, ich nehme das Holz mit. Ja. Wie viel Holz hast du denn? Ich habe 2 64er Stacks. Normales Holz?
Ja, und 38 noch Birkenholz, die man noch zu Stacks ummacht. Nee, es sind nicht ganz 264er. Also 64 und 62 und 38 Birkenholz, aber nicht als Bretter. Die Überlegung ist gerade, inwieweit wir vielleicht mit den Farben spielen. Mit den Farben spielen. Hier will Ja. ich Holz haben. Birkenholz kann ich ja auch mal umbauen. Hier bitte. Ja, weil wir haben auch da hinten ja gedunkles Holz. Ja, aber es wird dunkel. Ja, apropos, ne? Dunkles Holz wird dunkel. Ab in die Butza schlafen. Dann müssen wir mal gucken, wie hier das im Texture Pack auch aussieht. Ja, stimmt. Das kennen wir ja noch gar nicht. Das ist ja schon mal hier das Eichenholz. Ja, das ist schon ziemlich hell, finde ich. Ja. Dann mal ab in die Kiste. Nom, 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 nom. Ja. Oh, immer wieder. Wir müssen auf jeden Fall die Betten auseinanderbauen, wenn wir. Unwesentlich gruselig. Ach, ich laufe auch immer einen komischen Weg. Ach, hier muss ich mal definitiv. Warte mal. Oder ja, Ich ich muss wollte hier mal mir. zubauen. So. Ist mir zu gruselig. Irgendwann falle ich da mal rein. Wenn man gerade vor einem Monster flieht oder so. So. Wie hell ist denn das Birkenholz? Das ist Birke, das ist normales. Ja. Oh. Schon ganz schön hell, ne? Ja, wenn du kannst ja noch ein bisschen dir vielleicht kurz was überlegen. Ich wollte nämlich eigentlich mal kurz. Oh Gott, ich mach's. Hieronimo! Ich find's übrigens auch erschreckend gruselig, sehr tief zu hüpfen. Ja, man kriegt dann immer so ein Kribbeln im Bauch. Ja. Ich hole mal nämlich Farbfehler. Ich hole mal kurz Farbfehler. Ja. Nein, ich hole mal kurz Kiefernholz. Okay, dann kann ich ja mal die Bäume hier noch fällen, weil das Holz werden wir ja brauchen für ein Haus. Ja. Wir haben immer noch nicht gebaut. Ja, es ist ja, die Frage ist aber eine wichtige Frage, welches Holz wir nehmen, welche Farbe. Ja. Und ich möchte das jetzt. Ich meine, klar, man kann natürlich auch sagen, wir bauen jetzt einfach erstmal überhaupt. Ja, muss. Austauschen kann man auch später immer noch, wenn man sagt, okay, Kiefer sieht jetzt besser aus. Wir haben jetzt zum Beispiel nicht die Menge an Kiefer, um ein ganzes Haus daraus zu bauen. Ja, aber so an der Kante. Es ist doch gefährlich, wenn man das wieder wegbaut und so, ne? Ja. Wegreißt. Das stimmt. So. So. Ah ja, Kiefer. Es gibt ja so Mods, die ich persönlich auch sehr gerne mag. Dazu gehört auf jeden Fall diese Timber-Mod. Ah ja, die kenne ich. Dies dafür wirklich auch für Dschungelbäume. Ah, es gibt ja auch noch Dschungelbäume. Oh Gott. Dschungelbäume, genau. Bis man die gefällt hat von Hand, da vergehen Stunden. Ja. Und mit der Timber-Mod klickst du unten an und zack, hast du natürlich alles voll mit Holz. Ja. Allerdings ist, glaube ich, das Bauen dennoch mit Holz ziemlich schwierig, weil sich das ja auf alles bezieht, Ja, oder? aber man muss ein bisschen aufpassen. Bei den Brettern ist es, glaube ich, egal, aber bei den, ja, wenn man so mit Stämmen baut, dann ist es schon gefährlich. Meine Dings ist kaputt. Ich komme gleich wieder und dann bringe ich mal ein bisschen Holz mit und dann können wir mal gucken, wie das aussieht. Ein bisschen, das habe ich jetzt. Ich wusel derweil hier noch rum, sammle die Saplings ein, die jetzt hier runtergefallen sind, weil ich Ja. den halben Berg jetzt gerodet habe. Ein Berg gerodet. Bergrodung. So. Die Kämal, du Baum. Ich finde, die Blätter sind sehr hübsch, muss man sagen. Die Blätter oder die Nadeln? Die Nadeln. Ja. Die Blätter hier von den Eichenbäumen sehen auch tatsächlich aus so ein bisschen wie Eichenblätter. Hat sich da echt schon Mühe gegeben. Die Birkenblätter sehen sehr schön aus. Ja, man muss sagen, insgesamt schon ein sehr schönes Texture-Pack. Kann man nur empfehlen. Jupp. Reicht. Jetzt ist die Frage, wie komme ich. Oh. Oh, cool. Ich sehe gerade, da wo wir bauen, da drunter ist noch. Also, das ist so ein Hügel oder so ein Fels. Der hat da drunter diese Höhle, wo wir mal auch drunter standen. Okay. Wo der Baby-Zombie angegriffen hat. Okay. Und das heißt, man könnte
in diesen Überhang noch ein Gebäude oder ein Haus reinbauen, beziehungsweise ein Zimmer mit Glaswänden. Sodass man im Gebirge dann drin ist mit Glaswänden. Ah, krass. Oh, da sind Fu. Da sind Fu? Fu! Mit Fu habe ich damals lesen gelernt. Mit Fu und Fahrer. Glaub nicht mit den beiden hier. Keine orange Socke, die dich verfolgt? Sie haben was von Socken, aber orange sind sie nicht. Sie waren eher grün und die andere Farbe konnte ich gar nicht erkennen, weil ich weggerannt bin. Oh, das ist natürlich nicht so schön. Sind es explodierende Socken gewesen? Yeah. Sehr explosionsfreudige Socken. Ungut. Ah, jetzt. Mach mal hier. So. Rauf auf den Berg. Der Berg ruft. Ja. 90er Jahre Techno, yeah. Ja, und sowas hat man damals auf den Bravo-Hits drauf gehabt. Gibt's eigentlich noch Bravo-Hits? Ich denke, sowas wie Bravo-Hits 320 dürfte es langsam sein. Ich weiß es nicht. Hab sowas schon damals nicht gehört. Ich habe tatsächlich 5 oder 6 Bravo-Hits. Ich sag jetzt mal nicht, welche Zahlen ich habe. So, das ist Kiefer. Also ich finde ja tatsächlich das Kiefernholz so am optisch ansprechendsten. Und das in Kombination mit Birkenholz. Oder Holzblöcken. Okay, ich finde halt die... Also, am geilsten sieht natürlich Holz, das normale, also der Baumstamm von Kiefer und Birke aus, weil das so ein richtig schöner Hell-Dunkel-Kontrast ist. Ja. Aber damit arbeiten wir uns tot, wenn wir so bauen. Ja, auf jeden Fall. Tja. Wat nu? Womit bauen wir? Also ich würde ja mit den Kiefernholzbrettern bauen. Ja. Oder wir machen Birkenholz, weil wir das einfach am verfügbarsten haben. Das helle also. Ja. Nee, das hier, das hier. Ist Eiche. Ja, Eiche meine. Hab ich das nicht gesagt? Nein, du hast Birke gesagt. Nee, ich meinte Eiche. Aber das macht nichts. Deswegen kann man sich ja fragen. Sich fragen, genau. Genau, ich frage mich. Was meinte ich? Wie gesagt, zur Not kann man das auch nochmal austauschen, falls wir denn später doch ganz viel von dem Holz haben. Ja. Dann bauen wir erstmal aus normaler Eiche. Mir ist gerade aufgefallen, wenn ich schon den ganzen Wald rode, könnte ich ihn auch wieder direkt aufforsten. Joa. Direkt Kante bauen? Habe ich dich doch vorhin gefragt, hast du gesagt, na klar, und dann macht man einen Überhang mit Tontipp. Frag ja nur. Oder nicht? Ja. Okay. Muss man schauen, ob der Raum denn auch irgendwie eine akzeptable Größe bietet. Den wir hier haben. Ich meine, das... Also... Gibt größere Räume. Naja, man kann ja mehrere Etagen hochbauen und... Okay, das ist wirklich klein. Ja, ne? Ja, wobei, ich meine, wenn du jetzt sagst, ziehst du zum Beispiel hier eine Wand. Ja. Hast du hier eine ziemlich große Küche zum Beispiel. Ja. Wo du dann halt beim Essen hier so sitzt und rausguckst über die Ebene. Du musst aber eigentlich vorne eine komplette Glasfront machen, ne? Ja, kann man machen. Diese 5, wo du jetzt stehst, dann die komplett in Glas. Kann man machen. Und auch rausgucken kann. Nee, da gehört es nicht. Hier was. Hier konnte ich doch stehen, genau. Was sagt eigentlich unser Getreide? Wachse. Das sieht noch nicht so gut aus. Nee, das war... oder? Nee, es zieht sich nicht. Schade. Soll ich die 5 hier schon mal rauskloppen? Oder? Ja, kannst du machen. Bauen. Ich habe ja Glas dabei. Hm.
Ja, du siehst, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich kann es mir vorstellen. Perfekt. Weil geht die Sonne schon wieder unter. Was geht? Was ist denn hier? Alter! Und jetzt jeder Tag hier nur noch irgendwie 2 Minuten? Aber ich mag das auch, wenn dieses Glas in einem... Wie heißt das denn? Nicht trennen, die in dazwischen sind, weißt du? Ja, ja, das müsste aber gehen. Ja, das habe ich ja auch, da freue ich mich gerade voll drauf. Was geht denn hier? Sieht aber kacke aus. Ach so. Nee, hä? Müsste doch trotzdem gehen. Was für einen Boden wollen wir denn reinmachen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht nehmen wir einfach Birkenboden. So. Birkenboden. Birkenboden. So, und wir haben den Rand. Ich habe eine Idee. Wir machen das so. Wobei man hier natürlich noch einen, boah, hier könnte man auch einen Balkon bauen, ne? Noch so eine kleine Terrasse nach vorne. Ja, das stimmt natürlich. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal pofen. Ja, das ist eine Idee. Okay, Schlitz. Und vielleicht sollten wir dann da oben auch schon mal den ersten Raum bauen, dass wir den fertig haben. Ja, und dass wir dann da pennen können. Ja. Und zack. Nom, 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 nom. Was sagt die Uhr? Die Uhr sieht gut aus. Gut. Ich bräuchte vielleicht noch eine Axt. Musste ich mir auch gerade machen. Die Bäume... Oh, da ist ein Kiefer gewachsen. Sehr gut. Das ging ja schön schnell. Die Blätter sind wirklich schön. Ja, ne? So, dann hier. Bei indianischer Musik? Indianische Musik. Ich hab keine Musik, nicht mal Minecraft spielen. Hm. Ja, Terrasse oder nicht Terrasse? Wollen wir mittlerweile Türen in Glas setzen? Das ist eine berechtigte Frage. Probier's mal. Dann brauche ich eine Tür. Muss ich aber 2 Glas zerstören, ne? Ja, ja. Ach, verdammt. Ja. Das müsste ich nicht. Yep. Sehr cool. Tür in Glas geht. Wieso funktioniert das nicht? Was funktioniert nicht? Ah, jetzt. Okay. Ich muss aber noch eine Ebene hoch oben drauf, ne? Wo? Hier oben, zack. Achso, ja. Und jetzt, dann kommt die Decke, ne? Ja. Ist das eine Glasscheibe oder sind das Glasblöcke? Das sind Glasblöcke. In der Glasscheibe geht, glaube ich, wirklich keine Tür, weil die dann immer so in der Luft schwebt. Stimmt, ja, die sind ja dann noch... Na, ansonsten können wir natürlich Glasscheiben nehmen, aber hierfür, da müssen wir Glasblöcke nehmen. Das macht keinen Sinn hier. Ich liebe die Shift-Taste. Kann ich dir hier den Weg zubauen? Ja, ist ja eine Tür da. Stimmt. Sonst bitte nicht. Obwohl, hier kannst du ja vielleicht sogar springen, oder landest du auf der Erde? Ich lande auf der Erde. Oh, ouch. So wie du gerade. Na gut, ich bin aber auf dem Holzboden gelandet. Yeah, wir haben eine Wand. Das ist doch schon fast ein Raum. Yes! Was wollte ich machen und nicht lügen? So. Sowieso eine Frage, wie wir hier dann auch das Fenster reinsetzen wollen. Oder soll ich erstmal Deckel zumachen und wir überlegen uns später, wo wir die Fenster reinschlagen? Würde ich machen, ja. Okay. Ach so, dann. So. Hab
habe ich noch. Hast du zufällig noch normales Holz? Ach, du verbrauchst das ja auch gerade. Genau. So. Damit hier keiner runterfällt, damit hier die Sicherheitsvorkehrungen, Sicherheitsbestimmungen auch gewährleistet sind. Kann ja keiner sagen, dass wir hier ja. Ja, safety first. Ja. So. Muss diese. Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, muss dies hier sein? Oh ja. Nein, verdammt. Ja, ja, nee. Also hier kannst du aber auch ein Fenster reinschlagen, zum Beispiel. Deswegen habe ich ja gefragt, ob wir gleich die Fenster rein. Ja, nicht stimmt, ja. Sollen oder ob wir die ins später überlegen. So. Komm her, du Holz. Zack. Achso, das war nicht so schlau. Ja, ist doch schon mal eine Hütte. Kleines Hütchen. Ja, wir haben einen Raum. Yay. Ja, wie gesagt, hier kann man halt ein Fenster reinsetzen. Müssen wir mal schauen, wie man das dann später genau macht, ne? Würde ich vielleicht nicht machen. Ich würde das Fenster wahrscheinlich, obwohl das ist natürlich ziemlich unsymmetrisch, dieser Raum an sich, ne? Ja. Aber naja. Ist nicht gerade von Symmetrie geprägt. Damit der von Symmetrie geprägt werden würde, müsste diese Wand eins weiter nach außen gesetzt werden. So. Kannst du mir kurz einen von innen Gefallen tun und mal zeigen, wo, also mal da weghauen, wo denn die Wände auch weg sein müssten? Damit es symmetrisch ist? Okay, ja, und mehr nach vorne so? Wie weit ich nach vorne gehen müsste? Warte mal. Die Wand muss weg. Und die Wand muss weg. Okay. So. Dann ist es symmetrisch. Und Symmetrie ist wichtig. Und ich weiß, dass das bei dir auch wichtig ist. Ja, das ist auch wirklich wichtig. Ach, verdammt. Und dann könnte man zum Beispiel aus Spaß diese Säule hier auch aus Glas machen. Diese Mittelsäule. Später. Zum Beispiel. Also ich hätte jetzt das Fenster schon so schießschadenmäßig mir überlegt. Ach so. So. Oder? Ja. Oder ist der Ausblick dann zu gering? Fände ich ein bisschen schade. Ja, ne? Und man kann es natürlich auch so machen. Ja. Richtig bis runter, ne? Die gibt's ja. Wie heißen denn diese Bodenfenster, ne? Bodentief. Ja, das sind halt bodentiefe Fenster dann. Und da kann man ja Glasscheiben dran machen. Genau. Was machst du da? Den Boden. Ach so. Ich hab doch schon so eine Idee für den Boden. Ja. So. So. Au. So. Glasscheiben. Ja, hätte ich jetzt so gedacht, dass man hier halt Glasscheiben hinbaut. Ja, ich mach mal ein paar. Versuche nicht gleich das ganze Glas zu verbrauchen. 52 reichen, glaube ich, massig, oder? Soll ich dir die erstmal geben oder willst du das Glas nehmen? Habe ich das Glas jetzt genommen? Ich habe das Glas genommen. Ich würde nämlich gerne. Ich probiere jetzt mal das hier bei der hier mal aus. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht mit so einer Glassäule. Ja. Ah, ja. Ich mach vorher noch ein, Ja, kannst du das machen? Hast du gerade einen da? Gut. Ist gar nicht mal so das Schlechteste. Und wenn man denn hier Glasscheiben drin hat? Nachdem man hier dann entsprechend auch den Boden angepasst hat? Ja.
Ich will dir den Boden nicht unter den Füßen weggraben. Ja, das ist sehr großzügig von dir. So bin ich. Jetzt kannst du da eine Glassäule hinbauen. Ich werde erstmal gucken, dass ich hier die... Ah, ich muss das von unten machen. Aua! Was denn? Du brauchst dich nicht umbringen, deswegen. Mach ich nicht. Dann ist das. Sehr gut. Das wollte ich. Hier und... Ja. Es wird übrigens dunkel, das heißt, wir sollten fast schon wieder zurückgehen. Ja, können wir gleich machen. Mann, wieso geht das nicht? Ach, ich hasse das. Das muss ich sagen, das haben sie... Das ist noch nicht so ausgereift. Gut. Also die Treppen richtig anzubringen. Ich finde es super toll, dass sie es so gemacht haben, dass die Treppen auch Kanten bilden oder Ecken bilden. Ja. Das ist eine super Sache, nur ich habe immer noch nicht so genau verstanden, wann die das tun und wann nicht. Was sagst du zu dem Boden? Warte sofort. Geil, würde ich aber bis zum Rand ziehen. Ja, bis zum Rand? Ich hätte extra so eine Kante gelassen, aber können wir machen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück, oder? Ja. Ja, wir haben keine Betten hier, deswegen. Ja, okay, dann flitzen. Und hier ist auch noch alles unsicher. Genau. Das war sehr schlau, ich habe die Tür zugemacht, bei einem riesigen Loch in der Wand. Ja, das ist wichtig. Naja. Ich muss es nochmal fragen, was sagt denn die Uhr? Wir haben noch. Ich habe sie im Blick. Sehr gut. Ich weiß halt nur, dass ein Tag ungefähr 10 Minuten ist. Mhm. In Minecraft. You can only sleep at night, you can only sleep at night, wir wollen so schnell. Kannst du Nacht schlafen, kannst du Nacht schlafen. Aber wir können ja schon mal die Sachen halbwegs abräumen und mitnehmen. Ja. Man so mitnehmen kann. Ja. Das stimmt. Dann können wir nämlich umziehen sozusagen. Weil der Raum, der ist ja dann mehr oder weniger fertig morgen. Und vom Prinzip her können wir dann mehr oder weniger drüben pennen und müssen nicht abends immer zurücklaufen. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Ich weiß. Dafür bin ich da. Ach so. Ach so. Ja, für die guten Ideen. Dankeschön. Für diese Betonung. Das war keine Option. So, leg mich hin. Stehst auf mir drauf. Ich stehe auf dich. Mein Schwert in der Hand sieht sehr nice aus. Ja, es ist immer noch unsicher hier, was wir hier haben, meine dann Butze. Ich habe schon wieder hier einen Grafik-Spacken. Nice. Was denn genau? Ich falle immer runter, so einen Meter. Schön. Liegst du schon? Ich könnte aufstehen. Ich auch. Wieso? Hä? Ich stehe mal auf. Wahrscheinlich ist das mit meinem... Ich bin auch gerade einen Meter runtergefallen. Okay, jetzt sieht's gut aus, als wenn ich schlafen würde. Ja! Perfekt. So, hast du hier alles? Ich räume mal die Kiste aus hier. Ja, die andere kriege ich wahrscheinlich noch gar nicht alles mit. Ich packe mal so viel ein, wie es geht. Ja, ich nehme die Kisten schon mal mit hier. Ja, mehr Platz kriege ich nicht, habe ich nicht. Aha, lass mich durch, Tür! Blockierende Türen. Ich glaube, der kleine Umzug, den wir jetzt machen, der markiert dann auch das Ende dieser Folge. Denn die Uhr sagt, es ist Feierabend. Okay. Ich würde aber sagen, dass wir auf jeden Fall noch da auf der Seite fehlen noch Glasscheiben hier. Ja, hatte meiner fertig. Da hast du schon, aber die andere Seite nicht. Tada. Gut, und damit ist unsere Behausung. Aber auf der Terrasse Feierabend machen. Oh ja, das ist schön. Bei perfektem Ausblick. Ja. Und wir haben immer noch Corki, der immer noch da unten schwimmt und tapfer gegen das Ertrinken kämpft. Corki. Ich überlege, ob man den Boden aus Glas macht. Den Boden aus Glas? Ja, hier. Aber ich glaube, das ist nicht so toll, weil du siehst nur Boden und kein Wasser oder so. Nee, dann müsste man die Terrasse wesentlich weiter nach vorne ziehen. Das sieht dann irgendwann auch ein bisschen blöd aus. Ja, na gut. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.